Ich finde im Fall mit Abstand die attraktivste. Ich meine, die zwei Tänen. Die sind schon hübsch und so, aber die haben irgendwie nichts reizend, weißt du? Die sind so langweilig. Mhm. Ich fahre sie auch keine Versalität und warte darauf, dass irgendein Typ kommt ansprechen, oder? Mhm. Hey, ein Kollege von mir, gell? Von der Uni, der hat jetzt in Schweden so ein Austauschjahr gemacht. Ja. Und er hat mir gesagt, gell? In Schweden, da gehst du in eine Bar oder in einen Club oder so eine Mischform, einfach wo du kannst tanzen, so. Und er hat gesagt, Frauen kommen zu dir. Ohne Scheiß. Er hat gesagt, Frauen kommen dich ansprechen. Du musst nichts machen. Das ist das komplette Gegenteil von da. Wenn hier in der Schweiz kommt das höchst selten vor, sind wir ehrlich. Wenn die wenigsten Frauen gehen ansprechen, wenn ihnen gefällt. Wenn sie ruhig überall klar und ein lächeln und so. Aber der Mann muss immer den ersten Schritt machen. Mm. Wenn sie trauen sich einfach nicht. Also, wir müssen auf Schweden. Ja, aber ist doch viel ehrlicher, oder nicht? Sorry, wenn dir einer gefällt, gehst du noch ansprechen, passt das. Müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber wir schauen zu mir zu. Wir haben gesagt, dass beide nicht schlecht aus, oder? Wir haben jetzt nicht irgendwelche Topmodels, aber so zwischen 1 und 10, wenn ich jetzt jemand sage, du bist so ein 8, ich bin so ein so 7, 7, 9 oder so. In jedem Fall wäre schon lange angesprochen worden. Ich meine, aber sorry, das ist doch keine Emanzipation. Sorry, du kannst doch nicht verlangen, dass im Beruf, im Alltag, in der Politik überall so Gleichberechtigung herrschen, aber im Ausgang nicht. Oder was? Im Ausgang lebst du noch wie im Mittelalter. Jetzt muss ich hören. Ja. Vor 2 Monaten habe ich mit einer Kubanerin. Ohne Scheiß, Mann. Ich schwöre, ich habe die nicht gefickt. Sie hat mich gefickt. Ohne Scheiß, die ist echt drauf gegangen. Die ist richtig abgegangen. Und die wollte das X-Geld finden, Mann. Mit so einer Kaffeekränzli-Mentalität wie hier. Ja. Sorry, alles, das sind Hausfrauen da. Ich meine, aber im Beruf, hier. Hey, voll emanzipiert, oder? Karriereorientiert, super ehrgeizig. Architektinnen, Ärztinnen, Politikerinnen. Ich meine, 3 von 7 Bundesräten sind Frauen. Gib dir das mal. Verstehst du? Ich meine, super Sache, oder? Aber im Bett. Ja, jedenfalls die meisten finden es eigentlich traurig, oder? No Ambitionen. Ja, voll. Die studierten Frauen, die waren Karrierefrauen. Das ist krass. Die kannst du rauchen im Nest. Ja, ausser. Die Alte, ja voll. Die Alte ist schwer. Fuck, Mann, jetzt hätte ich gerade pure Lust zum Mütteren da. Ja, aber weißt du, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so. Was? Hey, ein ist Archäologe, immer Archäologe. Interessiere mich nur noch für alte Sachen, Mann. Hey, wirklich, ich muss mindestens 10 Räder sein als ich. Sorry, schnell. Können wir noch ein paar Erdnüsse haben? Es ist wirklich sehr schön, nicht? Ich bin voll deiner Meinung, aber die ist jetzt trotzdem schon fast ein bisschen gar alt. Ja, das könnte deine Mutter sein, Alter. Ja, aber alle Jahre. Ja, bist jetzt ein Archäologe oder? Ja, aber du bist eher so ein Paläontologe. Nein, Paläontologe. Paläontologe, merci vielmals. Paläontologe. Alter, was frisst du eigentlich die längste Zeit in Erdnüsse? Oh, das macht... Mach Patent, Mann! Bullshit! Hey! Ohne Scheiß, wirklich, Mensch. Der Kollege vom Bügel, der ist so ein Afrikaner, hat mir gesagt, my brother, if you wanna fuck nice, you need Erdnuss. Don't eat that cheese like these Swiss people, it makes you wanna go to sleep. Ohne Scheiß, nimm dir das Herz. So freut, dass du gekommen bist. Und danke nochmal vielmals für die tolle CD. Ich habe wirklich Freude. Es freut mich, dass du dich freut. Willst du noch ein bisschen Prosecco? Nein, ist gut, Mama. Oder lieber ein Bier? Nein, Mama, ist wirklich. Ich habe im Kühlschrank. Ich habe extra gekauft. Soll dir eins holen? Ja, also gut. Merci. Darf ich fragen, was für eine CD hast du geschenkt? Aha, ja, irgendein Klassikkonzert. Oh! Ja, also ich meine, ich bin einfach in den Laden gefragt, was es so Neues gibt.
Das ist eine gute Methode. Ja, aber ich muss mal etwas Neues einfallen lassen. Ich schenke ihr jedes Jahr eine CD. Ah, ist doch schön, wenn sie Freude hat. Voilà, Monsieur. Danke. Was für eine CD hat der Sohn mal geschenkt? Leng Leng, live in Vienna. Oh! Ja. Kommt von ihm noch immer so tolle Geschenke über. Gell, du? Ursi, willst du noch etwas zu trinken? Nein, danke schön. Für mich ist es gut. Merci. Aber du hörst auch ab und an ein bisschen Klassik, oder? Ja, ein bisschen schon, ja. Aber nicht wirklich oft. Also ich meine, ich kenne die bekannten Sachen, halt, so Beethoven, Mozart und so. Immerhin. Du hörst viel Klassik nicht mehr, oder? Ja, ist auch beruflich bedingt. Was schaffst du schon wieder? Im Opernhaus in der Programmleitung. Aber selber spielen? Nein. Also, ja, nicht mehr. Ich bin ja Flötistin, aber nein, ich komme wirklich nicht mehr dazu. Ja. Oh. Oh. Nicht an, nicht an. Was? Nicht an, nicht an. Nein. Ich kann nicht. Oh. Oh. Bist du bereit? Was? Bist du bereit? Oh, ich rede die ganze Saft. Was? Die ganze Saft. Geh mal, geh mal. Geh mal, geh mal, geh mal. Jetzt, go. Komm, 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 komm. Du Hurenwichser. Scheiße. Eiskalt. Aber siehst du, was andere gesagt? Aha, ja. Einmal Archäologe, immer Archäologe. Und nach dem Bums hat der Stein noch einen Plastik. Alter, ich habe es nicht mehr gesehen, im Fall wirklich. Ey, bei mir hat es im Fall erst eine gemacht bis jetzt. Wie sagt er jetzt etwas? Das ist der wahre Schlüssel zum Herz eines Mannes. So sind die wenigsten Frauen. Ja, und sonst? Hm? Erzähl mal ein bisschen. Du, ich habe nicht viel gemacht. Ja, bist du einfach hergelegt, oder was? Ja. Also, weißt du, sie hat mich ausgezogen. Ja, und dort hast du gelegt? Ja, ein bisschen schon, ja. Hast du dann geprüft? Ja, nein, voll nicht. Nein. Und wie alt war sie? Sicher 50, keine Ahnung. Du hure Paläontologe. Mom? Also das finde ich dann das Hinterletzte. Geht's dir eigentlich noch? Was ist los? Ist doch nicht so blöd, du weißt ganz genau, von wem das ich rede. Mom, komm ein bisschen oben runter, okay? Ein Grüsel bist, das könnte deine Mutter sein. Geht's dir eigentlich noch? Und zudem hat sie einen Partner seit 8 Jahren. Das habe ich doch nicht gewusst. Dursi ist sehr eine gute und alte Freundin von mir. Kannst du dir vorstellen, wenn ich mich fühle? Was ich für ein Bild in meinen Kopf hineinbrennt hat. Ja, aber sind wir doch ehrlich, es ist doch nicht so schlimm. Ich meine, wir haben einfach... Was ist so schlimm daran? So etwas macht man einfach nicht. Was, etwas macht man einfach nicht? Das ist ja nichts Verbotenes oder so. Gehst du eigentlich noch zu deiner Psychologin? Was hat das jetzt mit dem zu tun? Kannst ja ihr noch mal die Story erzählen. Mom, es tut mir ja leid, dass du dich so fühlst. Aber es ist jetzt einfach passiert und es hat ja nichts mit dir zu tun gehabt. Das werde ich nicht so schnell verarbeiten können. Mom! Einen schönen Abend. Hey, Alter! Hey! Was machst du da? Was machst du da, Mann? Archäologische Forschung. Mann. Nein, weißt du, du warst ein Fixer. Was? Hey, erzähl, es ist gut, Leute. Okay. Ohne Scheiß. Aber oh, jetzt hast du einen Doktortitel. Am Boden alles. Nein. Deftig, Scheiße. Ich dran. Hey, ich habe eine gute Wurst. Ja, merci, Mann. Ciao.
Mach mich bis. Raphael? Ja? Seit wann schliessest du die Türen ab? Ja, ich komme. Ich komme gerade am Aufholen und den Baden aufnehmen. Aha, ja, ist schon gut. Ahoi. Hoi. Ich wollte nur schnell sagen, dass mir leid tut wegen dem mit Ursula und so. Aha. Oh, das ist aber lieb. Ja, du, das war sicher nicht richtig. Aber wir können ja dann mal noch reden drüber. Dann mal. Okay, ja, also ich will dich nicht länger aufhalten. Also. Nein, nein, das tust du nicht. Ich bin darum einfach wirklich gerade am Putzen und aufräumen. Küche und so. Okay, ja, also ich muss auch noch Zahnarzt und so. Also, ja. In dem Fall. Tschüss. Tschüss, Raphael. Der Ohrenwichser.